Moin, hier ist Chris für Teuer Paterspiele. Es ist Freitag. Das Journal platzt aus allen Nähten. Es ist wirklich voll. Es war dermaßen viel Interessantes weltweit los. Und wenn ihr euch vielleicht wundert, dass ein, zwei Sachen, wo ihr jetzt sagt, das war doch auch noch. Wir haben so ein, zwei Kickstarter-Kampagnen schon mal rausgenommen, schon mal für die nächste Woche einfach. Die laufen dann noch 3 Wochen, da kann man nächste Woche drüber reden. Und damit das jetzt nicht ganz so randvoll wird und einfach den üblichen Rahmen beibehält, das Ganze. Es sind sowieso 2, 3 Meldungen mehr als sonst, aber ja, wie gesagt, ohne große Umschweife starten wir einfach mal durch. Persönlich, die Meldung der Woche, Bus von Splotter, bekommt eine neue Auflage. Ich habe öfter mal im Brettspielschnack gesagt, dieses Spiel hätte ich gerne, aber es ist echt schwer zu bekommen und es ist teuer. Es bekommt eine neue Auflage und zwar eine 10th Anniversary Edition und zwar nicht bei Splotter. Und ich glaube, mich zu erinnern, wenn ich so zurückgucke, es ist das erste Spiel, das erste Splotter-Spiel, das nicht bei Splotter erscheint, beziehungsweise die Neuauflage, sondern bei Capstone Games. Capstone hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht, sag ich mal, mit der Veröffentlichung oder Wiederveröffentlichung von echt guten Wirtschafts-Euros und Wirtschaftsspielen, wie Arkwright allen voran natürlich, wie der Kohle-Trilogie zum Teil, wie Lignum, wie The Estates jüngst auf der letzten Messe. Jetzt also 10th Anniversary Edition Bus. Cover sieht ein bisschen anders aus als das Original. Dieses völlig schicke Buntstift-Optik ist ein bisschen weg, ist ein bisschen moderner das Ganze. Mal schauen, wie das Spiel selber aussieht. Und es ist ein typisches Splotter-Spiel, allerdings dauert es nicht 4 bis 5 Stunden, es geht ein bisschen schneller. Wir müssen mit Buslinien Leute zu bestimmten Uhrzeiten dahin bringen, wo sie hin möchten. Und ja, das Ganze sehr planungsintensiv mit einem sehr coolen Mechanismus, bei dem ich eine bestimmte Anzahl habe von Aktionen, die ich verbratet, wann ich möchte. Ich kann theoretisch alle meine Aktionen für dieses Spiel in der ersten Runde verbraten. Ob das schlau ist, sei dahingestellt. Osprey Games aus England hat angekündigt, dass Wildlands einen neuen Titel in die Familie bekommt. So würde ich es einfach mal ausdrücken. Reskin kann man auch sagen. Das heißt einfach die Mechaniken von Wildlands genommen und ein neues Thema drüber gesetzt. Und zwar in diesem Falle Judge Dredd. Ne? Also die scheinen eine ganz ergiebige Judge Dredd Lizenz zu haben bei Osprey Games. Pierre Sylvester's Lost Expedition hat auch schon oder ist auch schon angekündigt als Judge Dredd, oder gibt es auch schon, das weiß ich nicht genau. Judge Dredd-Thematik jetzt mit Judge Dredd Helter Skelter. Eben auch aus der Feder von Martin Wallace das Ganze jetzt eingeordnet, Wildlands in diese Thematik. Ganz kurze Nachricht: Game Brewers Fujikoro ist live bei Kickstarter. Wir haben es ja letzte Woche kurz vorgestellt an dieser Stelle. Wer da Interesse hat, der Link. Viele Ankündigungen von Fantasy Flight-Titeln in Deutsch. Wir machen da ganz oft schon mal die US-Titel, wenn die angekündigt werden oder wenn sie erschienen sind hier im Journal. Und oft ist es dann eine reine Formsache, wenn dann nochmal so ein deutscher Titel nach angekündigt wird. Das ist ja meistens ein bisschen später. Jetzt auch hier reine Formsache, das überrascht nicht. Freut aber, denn es ist eine Erweiterung zu Fallout. Und Fallout Neu-California bekommt 2 neue Szenarien, wovon eines auch komplett kooperativ ist. Was dem Spiel, denke ich, eine Menge nützen kann. Und dazu bekommt man eben neue Bodenpläne bzw. neue Geländeplatten. Es wird Charaktere geben, es wird Items, neue Karten geben. Auf jeden Fall also eine Menge zu entdecken in Neukalifornien. Vor einiger Zeit, ist schon ein bisschen länger her, haben wir auch an dieser Stelle berichtet über den Kickstarter namens The War of the Worlds Next Wave. Ja, H.G. Wells, Krieg der Welten. Es gibt Krieg der Welten von DVG als Solitärspiel. Dieses hier ist ein Zweispielerspiel, Deckbuilder. Dementsprechend, man spielt hier 2 Parteien, die gegeneinander antreten. Also eine sehr interaktive, taktische Geschichte. Und basiert auf H.G. Wells, allerdings kommen eben diese Tripods und die Außerirdischen diesmal über Schottland oder auch übers Add-on über die Irische See. Und wer da Interesse hat, das Ganze jetzt auf Deutsch in der Spieleschmiede. Revolution Games hat auch wieder einen neuen Titel in der Pipeline, nämlich Counter-Attack Battle of Arras. Oder Arras, wir sind hier in Frankreich im Jahr 1940, Zweiter Weltkrieg. Und es geht eben um die Schlacht bei Arras. Und das ganze Spiel ist mechanisch gesehen Area Impulse. Das heißt, ich habe verschiedene Areas, die ich aktiviere und dann die Einheiten, die in dieser Area sind, eben ausschicke, bestimmte Dinge zu tun. Ja, das gibt es ganz klassisches Spiel dazu, ist zum Beispiel Breakout Normandy oder Turning Point Stalingrad, wenn man an die alten Avalon Hill Spiele denkt. Oder eben Storm over Stalingrad von Mighty Man. In diese Richtung geht auch Battle of Arras, beziehungsweise Counter-Attack. Ne? Und es ist eher ein Spiel, denke ich, auf Entry-Level. Das heißt, wer einsteigen möchte in diese Art Spiel oder überhaupt in die Welt der Wargames, der hat hier eventuell eine Gelegenheit, mal nachzufassen. Ja, Lorenzo auch mal wieder am Start. Lorenzo y Magnifico per Kickstarter zu haben im Zuge der App.
Auch da haben wir drüber berichtet, wird es ein Kartenset geben. Und ja, je erfolgreicher dieser Kickstarter läuft, je mehr Karten, das kennt man. Wer da Interesse hat, auch da der Link, denn der Kickstarter ist inzwischen live. Pegasus hat per Twitter bekannt gegeben, dass in Kürze neue Erweiterungen kommen werden zu Portal-Titeln. Deutsche Erweiterungen wohlgemerkt, und zwar mit L.A. Crimes, die erste Erweiterung für Detective. Ist für uns das Signal, vielleicht mal das Grundspiel zu spielen, aber noch ist es nicht im Haus. Und ebenfalls eine Erweiterung zu Alien Artifacts, das ihr auch bei uns schon sehen konntet im Kanal. Alien Artifacts mit dem Titel, da muss ich mal kurz ablegen, der Durchbruch wird das Ganze heißen. Und was die genau bringt, kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen, beziehungsweise habe ich da noch nicht so die Zeit gehabt, mich schlau zu machen, aber das Ganze bald auf Deutsch. White Dog Games aus den USA hat wieder was veröffentlicht, und zwar ein Solitär Wargame oder Solitär History Wargame, wie man das Ganze möchte. Und das ist ja im Grunde so das, wofür dieser Verlag eigentlich steht. Das sind ein relativ kleiner Verlag, noch relativ unbekannt. Solospiele und mit historischem bzw. militärischem Thema. Jetzt ist es The Lion of Khartoum. Und The Lion of Khartoum führt uns in die Zeit der Schlachten gegen den Mahdi im vorderen Orient und damit eben auch ins 19. Jahrhundert. Und das Ganze wird angekündigt als Card-Driven Spiel mit so einer State-of-Siege-Mechanik. So würde ich es einfach mal beschreiben, und das Ganze klingt auf jeden Fall interessant. Red Imp aus Polen hat auch wieder ein Spiel angekündigt, und zwar wird das wahrscheinlich, wie jedes Mal, zu Essen dann erhältlich sein. Pangea ist der Titel. Bringt uns natürlich in die graue Vorzeit der Erde, beziehungsweise in die Erdurgeschichte sozusagen. Pangea, Übergang zum Trias, großes Artensterben, und dieses Artensterben ist eben das Thema dieses Spieles, und das ist wahr, historisch belegt wohl, oder also, ne, also als archäologischen Quellen, oder ist es eben das größte Artensterben, bei dem auch Insekten beteiligt waren. Und wir haben nun eine Tierspezies, die wir durchbringen möchten, durch dieses Artensterben. Ne? Das kennt man aus einigen Spielen, so diese Art Thematik. Und das heißt, wir müssen diese Spezies anpassen, zum Überleben bringen, ganz einfach, aber eben auch interaktiv dagegen vorgehen, dass die anderen überleben. Schauen wir mal, was das bringt. GMT hat eine echte Neuheit angekündigt in seinem Newsletter, und zwar das erste Mal ein kooperatives Spiel in der P500, beziehungsweise dadurch auch das erste Mal ein kooperatives Spiel im kompletten Verlag, und zwar geht's nach Irland. Banish the Snakes ist der Titel. 5. Jahrhundert, Irland, wir sind Mönche, unter anderem St. Patrick's, ja, der bis heute ja groß gefeiert wird da, Nationalheld. Und es geht darum, kooperativ die Einwohner Irlands zu bekehren, zum christlichen Glauben. Auf der anderen Insel sind die Römer gerade dabei, das Ganze zu verlassen, und die Barbarenhorden stürmen in dieses Machtvakuum. Und es geht jetzt eben darum, die Bevölkerung der britischen Inseln fürs Christentum safe zu machen. Scramble for Africa, ein Spiel, das, wenn ich das so lese, ich habe so keine Regeln gesehen oder so, glaube ich, eher so im etwas seichteren Bereich rangiert, aber ich denke, immer noch ein GMT-Spiel ist und dementsprechend auch interessant ist für Leute, die gerne komplexer spielen. Scramble for Africa ist thematisch angesiedelt im Afrika 1850 bis 1900, also auch, ne, in der Kolonialzeit mittendrin. Und wir entdecken den unbekannten Kontinent, indem wir Plättchen legen. So, ne? Wir ziehen ein zufälliges Plättchen, legen das aus. Auf diesem Plättchen können wir dann Industrien oder andere Gebäude ansiedeln, die uns wiederum voranbringen. Mehr kann ich noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall thematisch interessant. Das Ganze für bis zu 6 Spieler. Und behalten wir es mal im Auge. Imnia ist live bei Kickstarter. Ein Spiel, das so ein bisschen anmutet wie so ein Wettrennen in mehreren Akten. Und bei dem wir zuerst eine Stadt bauen, also wir haben so ein City-Building-Element drin, und bei diesem City-Building-Element geht es eben darum, dass wir Gebäude bauen, die uns Ressourcen bringen, die uns unterstützen in dem, was wir so vorhaben, denn wir haben vor, Questen zu erledigen. Und diese Questen wiederum liefern uns auch wieder Reichtümer, Ruhm, Ehre und Items. Und mit diesen Reichtümern, Ruhm, Ehre und Items wiederum errichten wir Wunder. Beziehungsweise ein Wunder. Und dieses Wunder ist anscheinend gar nicht so leicht zu errichten, denn wer das Ganze als Erster hat, der gewinnt. Nochmal Kickstarter, ich sag ja, es ist viel los diese Woche. Potemkin Empire, ein Spiel ab 3 Spielern, das ist immer so ein kleiner Bremsklotz oft, aber oftmals auch einfach ehrlich. Potemkin Empire, ein Spiel, bei dem wir Potemkinsche Dörfer bauen. Ne, man kennt das vielleicht, so diese Geschichte, Katharina die Große reist durch ihr Reich und möchte beeindruckt werden, aber nicht jeder Dorfvorsteher oder Dorfoberhaupt oder jedes Dorfoberhaupt kann sich so ein reiches Dorf leisten, das prunkvoll daherkommt. Und es werden halt auch Fassaden gewonnen. Das ist eben auch das Thema dieses Spiels. Wir errichten jeder für uns so ein Potemkinsches Dorf, indem wir Gebäude draften. Diese Gebäude wiederum, da können wir uns dann entscheiden,
Bauen wir das so als Fake-Gebäude auf, also einfach nur die Kulisse? Oder ist das jetzt ein echtes Gebäude? Kostet dann natürlich was, liefert aber auch wieder was für uns. Ne? Also das ist so ein bisschen so ein Abwägemechanismus, also eventuell auch harte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig bringt das Ganze aber Interaktion rein, dadurch, dass wir andere Mitspieler auch denunzieren können anscheinend und sagen, hier, Katharina, kein echtes Gebäude. Ne? Also schauen wir mal, was das Ganze so wird. Dann hat Pegasus angekündigt, und zwar für April, Treasure Island. Treasure Island, letztes Jahr bei Matago gekommen, basierend auf der Schatzinsel Robert Louis Stevenson. Und genau das machen wir. Wir suchen einen Schatz auf einer Insel. Das hat eben so Deduktionselemente, so ein bisschen Bluffing. Und wir sind eben auf dieser Insel unterwegs und müssen anhand von verschiedenen Hinweisen diesen Schatz des einbeinigen Piraten ja, rauskriegen, der angeblich unheimlich viele Reichtümer da vergraben hat. Mehr sagen wir mal nicht. Auf jeden Fall ab April bei Pegasus. Nach Coldwater Crown geht's jetzt zum Fliegenfischen. Coldwater Crown, ein Spiel, bei dem man seine Angel ausgeworfen hat und dann, es ist kein Angelspiel, also es ist schon ein Worker Placement gewesen. Jetzt Fliegenfischen, ne, das heißt, dieser Haken mit diesen kleinen bunten Fäden dran, die so täuschen echt aussehen wie Fliegen, faszinierende Sache. Auf jeden Fall heißt das Ganze jetzt Freshwater Fly. Ich muss das eben kurz ablesen, damit ich dieses Freshwater Fly. Und ein Spiel, das diesen Angel- oder diesen Fliegen-Fisch-Mechanismus rüberbringt, mit Hilfe von Aktionspunkten, Dice-Drafting und Set-Collection. Auch das bei Kickstarter, und wer da Interesse hat, der klickt auf die Links. Das war's. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Randvolles Ding. Und wie gesagt, wir haben ein paar Sachen weggelassen, wo wir gesagt haben, können wir auch nächste Woche noch drüber reden. In diesem Fall schicke ich euch jetzt in ein hoffentlich schönes Wochenende mit vielen Spielen auf dem Tisch. Vielleicht sehen wir uns in Duisburg auf der Spieldoch. Am Samstag sind wir da. Und es gibt noch ein Video zum Treffpunkt. Auch an dieser Stelle schon mal ganz kurz. 15 Uhr wollen wir uns nochmal treffen. Mit denen, die Lust haben, einfach mal kurz ein bisschen schnacken. Bis dahin, besten Dank. Wir sehen uns und tschüss. Schönes Wochenende.